Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video wirst du dich mit der Vorbereitung der vier Grundrechnungsarten mit Brüchen beschäftigen. Und ich verspreche dir, die kommenden Minuten werden ganz und gar nicht langweilig. Stell dir vor, du spielst gerade ein Computerspiel. In diesem Computerspiel greifen Aliens die Erde an. Diese Aliens glauben, sie beherrschen das Rechnen mit Brüchen viel besser als wir Menschen. Deshalb haben sie ihr Raumschiff und ihre Angriffswerkzeuge mit geheimen Codes gesichert. Diese Codes kannst du durch das Lösen von Rechnungen mit Brüchen entschlüsseln. Um ins nächste Level aufsteigen zu können, musst du verschiedene Aufgaben wie diese lösen können. Du fragst dich, wie du das schaffen kannst? Keine Sorge, ich möchte dir jetzt die Spielregeln für die Verbindung der vier Grundrechnungsarten mit Brüchen erklären. Gemeinsam werden wir diese Aufgabe Schritt für Schritt berechnen. Wenn es dir zu schnell geht, stoppe das Video einfach und wenn du wieder bereit bist, spiele das Video weiter ab. Bestimmt hast du schon etwas von der Klapustri-Regel gehört. Diese Regel bedeutet, es werden zuerst die Rechnungen in der oder den Klammern gerechnet und darin zuerst die Punktrechnungen, also multiplizieren und dividieren, und dann erst die Strichrechnungen, also addieren und subtrahieren, gelöst. Du hast jetzt ein großes Fragezeichen im Gesicht? Dann schau doch zuerst noch beim Lernzyklus Verbindung der vier Grundrechnungsarten in n vorbei. Du siehst hier die Rechnung 7 Achtel minus ein ganzes 1 Achtel dividiert durch eckige Klammer auf, runde Klammer auf, 2 ganze 1 Viertel plus 3 halbe, runde Klammer zu, mal 2 Fünftel, eckige Klammer zu, ist gleich. Als erstes wandelst du gemischte Zahlen in unechte Brüche um. Das heißt, aus ein Ganzes ein Achtel wird 9 Achtel und aus zwei Ganzen ein Viertel wird 9 Viertel. Die restliche Rechnung schreiben wir genauso in die nächste Zeile. Als zweites denkst du an die Klapustri-Regel. Kommen in der Rechnung Klammern vor? Richtig, du kannst eine runde und eine eckige Klammer sehen. Zuerst wird immer die runde Klammer ausgerechnet und erst danach die eckige Klammer. Wie du bestimmt schon weißt, müssen Bruchzahlen gleichen Nenner haben, um addiert werden zu können. Deshalb bringen wir nun beide Zahlen auf gleichen Nenner. Bei dieser Addition ist der gleiche Nenner 4. Wir müssen also 3 halbe in Viertel umwandeln. Das heißt, wir erweitern die Bruchzahl mit 2. Dafür wird der Zähler, also die 3 mal 2 gerechnet und der Nenner die 2 mal 2 gerechnet. Nun kann die Addition ganz einfach gelöst werden. Sie ergibt 15 Viertel. Als nächstes wird die eckige Klammer berechnet. Bei der Multiplikation wird der Zähler mit dem Zähler multipliziert und der Nenner mit dem Nenner multipliziert. Dies ergibt 30 Zwanzigstel. Wie du leicht an den beiden Nullen erkennen kannst, kannst du hier durch 10 kürzen, indem du beide Nullen wegstreichst. Schritt 3 besagt, laut Klapustri-Regel, Punktrechnung wird vor Strichrechnung gelöst. Das heißt, als nächstes lösen wir die Division 9 Achtel dividiert durch 3 halbe. Wie du ja bereits gelernt hast, wird bei einer Division mit Bruchzahlen der Kehrwert gebildet. Deshalb schreiben wir 9 Achtel mal 2 Drittel auf. Kannst du die zwei Brüche kürzen? Richtig,
aus 8 und 2 wird 4 und 1 und aus 9 und 3 wird 3 und 1. Dies ergibt die Multiplikation 3 Viertel mal 1 Eintel. Rechne wieder, Nenner mal Nenner und Zähler mal Zähler und du kommst zum Ergebnis 3 Viertel. Zuletzt bleibt nun noch eine Strichrechnung, genauer gesagt eine Subtraktion zu lösen. Die zwei Bruchzahlen müssen auf gleichen Nenner gebracht werden. Das kleinste gemeinsame Vielfache von 8 und 4 ist 8. Das heißt, die Bruchzahl 3 Viertel muss mit 2 erweitert werden. Daraus ergibt sich die Rechnung 7 Achtel minus 6 Achtel. Subtrahiere nun noch die Zähler miteinander und du kommst auf die Lösung 1 Achtel. Super, dass du durchgehalten hast. Im nächsten Video wirst du mögliche Aufgabenstellungen, mit welchen du die Codes der Aliens entschlüsseln kannst, kennenlernen. Bis gleich!